Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es eine Declutter-Reihe. Nein, Reihe nicht. Heute gibt es eine Declutter und zwar von meiner Schminke, von meiner Schminksammlung. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Und zwar ist es so, dass ich eine Schublade habe und ich habe mir geschworen, Dani, weil die Schublade überquillt, dann musst du einen Declutter machen. Früher war es anders. Früher habe ich wirklich viel, viel mehr Schminke gehabt. Viel, viel mehr als jetzt. Ich habe damals komplett aussortiert. Ich habe Dinge verschenkt. Ich habe Dinge, ich habe einfach nicht mehr gekauft, weil mir klar geworden ist, dass ich dieses Geld einfach, was ich dafür ausgegeben habe, viel besser für andere Dinge ausgeben kann, wie zum Beispiel für meine Kinder oder vielleicht für, keine Ahnung, für Ausflüge und sonst was. Und von daher ist es für mich, ich liebe Schminke, ich mag Schminke, Liebe ist ein starkes Wort, ich mag Schminke, aber es gibt Prioritäten im Leben und bei mir ist es halt nicht die Schminke. Eigentlich bin ich nicht unordentlich, aber diese Schublade ist sehr unordentlich. Da habe ich in letzter Zeit wirklich alles so reingeschmissen, ohne Ordnung. So, das ist jetzt mein Schreibtisch und auf meinem Schreibtisch habe ich hier meine Reinigungstücher stehen. Das steht auch nur blöd herum. Dann habe ich hier quasi mein Schminkhörbchen, wo ich die Sachen aufbewahre, die ich täglich benutze. Auch noch nicht geordnet, habe ich in letzter Zeit alles so reingeschmissen. Dann habe ich hier einen Becher mit verschiedenen Mascaras und Eyeliner und so weiter. Dann habe ich hier noch Pinsel. Hier sind die etwas größeren Pinsel und meine ganze Schminke befindet sich hier in dieser Schublade. Das ist die besagte Schublade, wo ich mir gesagt habe, wenn diese voll ist, dann musst du aussortieren, weil mehr Schminke möchte ich nicht haben, mehr Schminke brauche ich auch nicht. Und wie man sieht, also die war mal ordentlich, aber in letzter Zeit habe ich einfach alles reingeschmissen und habe jetzt nicht drauf geachtet, wo was hingehört. Und ich würde einfach mal sagen, dass ich die ganzen Sachen rausnehme und die einfach neu sortiere. Ich habe jetzt alles auf den Tisch gepackt, alles, was ich so da habe. völlig wahllos durcheinander und jetzt werde ich das einfach mal sortieren. Ich würde mal sagen, wir fangen mit Mascaras an. Das bleibt und diese beiden können gehen. So, das sind meine Pinsel. Also nicht alle sind gewaschen, einige sind benutzt. Pinseln und ja, auch hier sind sie gut im Gebrauch. Diese Pinsel bleiben und diese hier dürfen gehen. Das sind jetzt alles meine Nagellacke. Ich glaube, ich habe auch nichts vergessen. Alle meine Lippenstifte. Ja.
So, das sind alles meine restlichen Lippenprodukte. Da sind Glosse dabei, Liquid Lipsticks und Long Lasting Liquid Lipsticks. Fangen wir einfach mal an mit der Boutique. Ich glaube, ich werde sie aus der Verpackung befreien. Das ist von Dagi B, die Collection, die sie rausgebracht hat. Ja, die Verpackung kommt weg. Ja, das ist ein holographischer Lipgloss und den werde ich auf jeden Fall behalten. Dann habe ich hier noch einen Lipgloss von P2. Dann habe ich hier von Aid Rebelle. Auch mit einem sehr schönen Holo-Effekt, der bleibt auch. So, dann habe ich hier ein Lippenpuder. Und ja, das ist aus dem Sortiment gegangen vor nicht allzu langer Zeit. Da bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig. Das ist ein brauner Ton, Braunton. Ja, ich glaube, der kommt weg, den brauche ich nicht. Dann habe ich, genau, den hier, der kommt auch weg. Da habe ich eine Review zu gemacht. Sollte eigentlich schon weg sein. Der war mir einfach zu streifig, zu unregelmäßig im Auftrag. Und ja, der kommt auf jeden Fall weg. Das ist von Manhattan Stay Matte Liquid Lip Color. Dann die werde ich behalten. Das ist einer meiner Lieblings Liquid Lipsticks. Ist jetzt nicht lang anhalten, aber für den Alltag wunderschön. Schön natürlich, etwas dunkler. Ja, mir gefällt das sehr gut. Das ist die Farbe Embellishment, glaube ich. Oder wie, welche Farbe? Ja, Embellishment 02. Lip Cushion von Catrice. Das ist auch aus dem Sortiment gegangen. Und das ist die Farbe Better Make a Move. Und zwar, jetzt muss ich mal eben gucken, ist das hier vorne mit so einem Schwämmchen. Und wenn man das so ein bisschen weiter rausdreht, dann kommt oben die Farbe raus und dann kann man sich das auf die Lippen auftragen, aber die Farbe ist gar nichts für mich. Das ist für mich kein Move, das ist mehr so ins Orange-Korallige schon und von daher kommt es weg. Das habe ich letztens in dem Beauty Haul gezeigt. Das ist ein sehr schöner Lipgloss, wie ich finde. Ein richtig schöner Lipgloss für den Alltag und ja, der bleibt auf jeden Fall, gefällt mir sehr gut. Das ist von Essence, Shine, Shine, Shine in der Farbe 15 Watch Me Do. Dann, was nehme ich denn jetzt? Hier habe ich ein Geschenk bekommen von einer Facebook-Freundin und Arbeitskollegin. Ja, sie hat sich eingekauft, aber die Farbe steht ihr nicht, sagt sie. Und ich habe gesagt, okay, dann gibst du mir, dann werde ich den austesten. Wie gesagt, das ist von Unique, ein Lipstain in der Farbe Shameless. Ja, das ist ein wirklich sehr, sehr, eine sehr gewagte Farbe, muss ich sagen. Ja. Ja, aber ich werde den trotzdem behalten. Erstens, weil ich den geschenkt bekommen habe und zweitens, ich möchte den einfach austesten. Vielleicht mache ich da auch eine kleine Review zu diesem Lipstain. Genau, dann habe ich hier von Trend It Up Ultra Matte Lip Cream. Auch sehr schön für den Alltag. Ja. Ich glaube, den werde ich auch behalten, obwohl der schon so anfängt, bröckelig zu werden. Aber ich glaube, den kann man noch anwenden. Dann habe ich mir ja letztens in dem Haul dieses von Maybelline
Sag schnell. Die langanhaltenden Liquid Lipstick gekauft in der Farbe 15 Forever. Die Farbe ist wirklich sehr, sehr schön. Und ja, dann den werde ich auf jeden Fall behalten und austesten. Dann habe ich hier noch eine Review gemacht über den 24 Stunden Color Superstay von Maybelline. Und ich war super begeistert von diesen langanhaltenden Lippenstift, von der Farbe, von der ja, von dem Gefühl auf den Lippen. Und ja, bleibt auf jeden Fall hier. Und das gleiche habe ich dann auch mit Max Factor gemacht. Es hat auch wirklich sehr, sehr gut abgeschnitten. Ist eigentlich von der Farbe her unterscheiden sich nicht sehr viel. Die behalte ich trotzdem. So, dann habe ich hier von Nu Skin die Power Lips, und zwar zwei Stück in zwei verschiedenen Farben. Die sollen auch sehr langanhaltend sein und wasserfest. Da werde ich auch eine. Upsala. Na, das sieht ja nicht mehr so schön aus, oder? Ja, da werde ich auf jeden Fall eine kleine Review machen. Und das ist die Farbe Rain. Und dann habe ich hier noch die Farbe Maven. Auch eine sehr nudige Farbe. Ein bisschen dunkler, aber auch gut für den Alltag. Und dann habe ich hier die drei Farben von, sag schnell, von Hatice Schmidt aus ihrer Love Collection. Die beleiden natürlich auch. Und zwar einmal in der Farbe, einmal Farbe 120 Berlin, dann einmal 110 Snitches und die 130 Hatice Shade. So, diese drei dürfen gehen. Die bleiben. Und da geht. Das sind meine Eyeliner oder Kajalstifte. Und die beiden können gehen. Das sind Augenbrauenprodukte. Und zwar habe ich hier noch den Catrice Peel-Off Brow Tint. Ja, den finde ich nicht schlecht. Der hält auch ein, zwei Tage auf den Augenbrauen. Damit färbt man sich ja die Augenbrauen. Und ja, ich fand den nicht schlecht von der Farbe her. Die Farbe passte sehr gut. Und den kann man noch ein paar Mal benutzen. Von daher wird er bleiben. Dann habe ich hier von Catrice ebenfalls eine Augenbrauenpomade. Aber die Farbe passt überhaupt nicht. Das war eine LE von Catrice Pulse of Prism. Ja, man müsste mit einem Pinsel dran gehen und dann das Ganze aufs Auge Augenbrauen auftragen. Aber ja, die Farbe war mir viel zu hell. Von daher kommt er weg. Dann habe ich hier ja, von der Zusammenarbeit Karl Lagerfeld und Model Co. Das war in einer Box. Ich weiß nicht, wie man sich damit präzise die Augenbrauen malen kann. Ja, die Farbe ist auch ein bisschen zu hell für mich. Und ja, es ist auch ein bisschen schwierig, das auf dem Auge auf die Augenbrauen aufzutragen, und von daher kommt er weg. Dann habe ich hier von Essence ein Little Brow Monster. Das war auch, glaube ich, eine LE. Ja, dummerweise ist hier das Puder rausgefallen. Genau das Puder war nämlich meine Augenbrauenfarbe. genau. Und ja, kann ich leider nichts mit anfangen, diese Farbe.
Kann man auch nicht unbedingt als Lidschatten benutzen, weil die nicht so gut pigmentiert ist und diese hellere Farbe ebenfalls nicht. Von daher kommt das weg. Und dann haben wir hier die Augenbrauenpomade von NYX, Tame & Frame. Habe ich neu gekauft, bleibt auf jeden Fall. Ich habe es einmal benutzt und hat eigentlich sehr gut funktioniert. Die Farbe passt auch. Von daher bleibt Concealer. Ja. Und zwar habe ich zwei Concealer. Einmal den Fit Me Concealer von Maybelline in der Farbe 15. Und einmal den von L'Oreal. Den Fit Me Concealer benutze ich nicht als Concealer, sondern eher als Abdeckstift. Ja, und den von L'Oreal. Da habe ich eine Review drüber gemacht aus der Age Perfect Reihe und der hat bei mir wirklich sehr, sehr gut abgeschnitten. Und zwar einmal von M. Asam Perfect Turn. Der bleibt auf jeden Fall. Den habe ich noch nicht aus. Doch, den habe ich einmal getestet. Und ich fand den sehr, sehr gut. Der bleibt. Die Kiste kommt weg. Dann habe ich von P2 noch. Das war mal in einer Box drin. Pro Beauty Make-up Based. Leichte Formel. Ja, das behalte ich auch. Mal gucken, kann ich das pumpen? Ah, okay. Na, geht auch nicht. Ah, da ist er, genau. Da ist er gekommen. ja, das ist ein eine sehr schöne Base, wie ich finde. Ich habe den jetzt die jetzt nicht ausgetestet, aber es fühlt sich schon mal sehr, sehr gut an. Bleibt. Und dann habe ich auch ganz neu von Catrice Prime and Fine Peerless Blur Primer. Gut, bei Pores. Der ist noch verschlossen, der bleibt. Meine Glow-Produkte, das sind Produkte, die ich auftrage, um unter dem Make-up nochmal so ein bisschen gewissen Glow zu verleihen. Das sind meine ja, Make-ups und meine getönten Tagescremes. Bleibt. Das sind meine Puder. Benutze ich sehr gerne. Das ist von Clarins und ich denke, ich werde das schon bald auch brauchen, weil es ein ziemlich großes Hitzepen hat. Das bleibt auch. Das hier sind meine Bronzer. Das ist diese Fera Palette. Ich finde die Highlighter wirklich sehr schön, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, die zu benutzen. Und ja, ich werde die behalten. Einmal swatchen. Da. Ja, also die Pigmentierung ist 1A. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Dann habe ich hier ein Highlighter auch aus einer LE, Nomadic Elegance von Trend It Up. Der ist auch wunderschön und auch sehr dezent. Soll ich den behalten?
Da bin ich mir jetzt ein bisschen unschlüssig. Ja, doch. Das gibt nämlich einen dezenten Glow ab. Und ja, ich behalte es erstmal. Das ist ein meiner Lieblingshighlighter, weil das zugleich auch ein Blush ist, finde ich. Es ist ein alltagstauglicher Highlighter mit einem rosa Schimmer. Finde ich sehr, sehr schön. Behalte ich. Und dann habe ich hier, uppala, den gibt es leider nicht mehr von Catrice, den Eyebrow Lifter. Das ist auch also eine Art Highlighter für die für den Augenbrauenbogen. Das sind meine Blushes. Da habe ich jetzt nicht so viele, weil ich einfach meine Schmucksammlung schon aussortiert habe. Mini. Die war mal in einer Glossy Box drin von Absolute New York und das ist so eine süße kleine Palette. Ja, ich glaube, ich werde sie abgeben, weil ich diese Farben eigentlich auch schon in meinen anderen Paletten drin habe und deswegen ja, kommt die weg. Dann habe ich mir die Catrice The Modern Matte Collection gekauft, auf Empfehlung von der Miss Curly Jen. Habe ich in meinem letzten Haul gezeigt. Das sind wirklich sehr, sehr schöne, kühle Töne. Die Pigmentierung ist sehr schön. Werde ich auf jeden Fall behalten. Dann habe ich hier noch von Catrice The Fresh Nude. Die Farben sind ebenfalls sehr gut pigmentiert und ja, ist eigentlich auch genau mein Farbschema. Bleibt auch. Dann habe ich hier eine Palette von Bella Pierre, eine Pro Concealer Palette. War auch in einer Glossy Box, meine ich, drin. Ich kann damit leider überhaupt nichts anfangen und von daher kommt sie weg. Die Hatice Palette, die bleibt auf jeden Fall. Die Farben sind unglaublich. Ich habe mich letztens damit geschminkt und die Pigmentierung ist einfach mega. Die bleibt für immer. Also ja, gegen die Farben ist nichts zu sagen. Da sind alle Farben drin. Die Pigmentierung ist super, bleibt auf jeden Fall. Dann habe ich hier eine Revolution Palette, die ist auch schon uralt, mit ganz vielen verschiedenen Farben. Aber die werde ich meinen Kindern geben oder meiner Schwester, mal gucken. Ich glaube, meine Kinder können damit eher etwas anfangen, zu Karneval oder so. Die nehme ich auf jeden Fall raus aus meiner Sammlung. Dann habe ich hier die Mrs. Bella The Dark Side Palette. Die behalte ich. Die Farben sind auch sehr, sehr schön, auch gut pigmentiert. Es ist wirklich sehr angenehm, mit diesen Farben zu arbeiten. Bleibt auf jeden Fall. Dann habe ich noch die Mrs. Bella Palette, auch viel genutzt. Meine Lieblingsfarbe ist Whatever.
Auch eine sehr gute Pigmentierung, obwohl sie ein bisschen krümelig sind, aber ich mag die Farbkombination sehr, sehr gerne. Bleibt. Dann habe ich hier noch eine Revolution Palette, die Iconic Pro. Ja, da bin ich mir auch noch unschlüssig, ob die bleiben soll, weil ich diese Farben eigentlich auch, außer dieses dunkelblau, aber die benutze ich eigentlich überhaupt nicht. Ja, da bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig. Die Pigmentierung ist auch super, aber ich glaube, die kommt weg, weil ich eigentlich ganz genug Paletten habe. Dann habe ich die Zoeva Caramel Melange. Ah, ein Traum, sag ich euch. Ein Traum. Schaut euch mal die Farbkombo an. Die Pigmentierung ist mega. Ja, also man braucht sich das nur anzuschauen. Pigmentierung ist einfach 1A. Mit denen kann man super arbeiten, bleibt. Dann habe ich noch die Natural Yours Palette. Die gleiche Geschichte. Pigmentierung ist super. Die Farbkombination gefällt mir sehr gut für natürliche Looks. Und dann habe ich hier noch die Zoeva Cocoa Blend. Auch ein Traum. Bleibt auch. Dann habe ich hier von Catrice, das ist eine LE gewesen, in der Disney Edition zum 90. Geburtstag von Mickey Mouse. Die Farbkombination, Farbzusammenstellung finde ich sehr, sehr schön. Pigmentierung ist auch völlig in Ordnung, also super gut für einen Alltagslook. Ist jetzt nicht so berauschend, aber es reicht völlig aus, um sich mal schnell ein schönes Augen-Make-up zu schminken. Bleibt auf jeden Fall. Dann habe ich hier die Batik Palette. Jo, die Batik Palette. Die Farbkombination gefällt mir auch sehr, sehr gut. Aber ich habe ja versucht, damit ein Augen-Make-up zu schminken, was in einem Desaster geendet hat. Welche waren das jetzt? Die hier und die hier. So auf den auf dem Arm geswatcht, sehen die eigentlich ganz in Ordnung aus, aber es ist so schwierig, die auf dem Auge schön zu verblenden und irgendwie. Ja, also ich weiß nicht. Ich glaube, weil ich schon genug Paletten habe, werde ich diese hier auch abgeben. Oder? Was ist denn das hier? Ja, das ist hier nur Glitzer. Das gefällt mir nicht so gut. Ja, und das Schwarz. Das Schwarz ist aber sehr gut. Obwohl das auch ziemlich krümelt. Ich glaube, habe ich nicht noch eine Schwarz irgendwo? Ich glaube, hier in der Mickey Mouse Palette war ein Schwarz drin. Jetzt muss man eben gucken. Hoppala, jetzt krümelt auch die. Ja, das ist ein Blau-Schwarz. Ich glaube, ich behalte die Batik Palette doch wegen dem Schwarz, weil das Schwarz ist nicht schlecht. Ja, behalte ich. Und zu guter Letzt habe ich noch die Sleek Palette, und zwar ist das die Eye Divine. Sleek Paletten sind sehr günstig. Die Pigmentierung ist auch sehr gut, aber die sind sehr, sehr krümelig.
So, mittlerweile sieht das Ganze so aus. Hier oben sind die Sachen, die ich täglich benutze. Da muss ich aber auch noch ein bisschen die Produkte auswechseln. Meine Pinsel, hier ist noch eine Dose mit Nagelsachen. Genau, und dann machen wir jetzt einfach mal die Schublade auf. Jo, da ist noch genug Platz für ein bisschen mehr Schminke. Aber das sieht jetzt wirklich viel, viel ordentlicher aus. Und ich habe jetzt hier meine Paletten, dann habe ich hier die Lippenstifte. Hier sind noch die Lipglosse, dann da hinten Nagellacke. Hier habe ich meine Monolidschatten drin. Hier sind noch Wimpern, Fixing Spray. Dann habe ich hier noch Liquid Lipsticks. Hier sind diese Glow Tropfen oder Glow Base. Dann habe ich hier die Wimperntusche. Genau, hier habe ich noch die Eyeshadow Palette von Disney Catrice und dann habe ich hier mein Make-ups. Dann habe ich hier alles zusammengewürfelt, Blush, Puder und Bronzer. Und ich finde, die Arbeit hat sich gelohnt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal.